Hallo und herzlich willkommen wieder auf meinem Kanal. Ich bin Zerdigi und heute möchte ich euch gern zeigen, wie ihr die verbesserte Bärenrüstung plus die verbesserten Schwerter von der Bärenrüstung bekommt. Und zwar müsst ihr da nach Skellinge. Wir müssen einmal rechts mittig auf der Karte sein. Hier geht die Story weiter. Und dann lauft ihr einfach hier runter und einmal hier hin. Ne, für die normale Bärenrüstung mussten wir einmal nach hier oben und jetzt müssen wir nur ein Stückchen weiter vor. Und dann lauft ihr ganz normal hier durch den Gang. Einmal rechts nach oben. Und holt euch die ersten verbesserten Bärenhandschuhe. So. So machen wir mit den verbesserten Bärenrüstungsstiefel weiter. Dafür müssen wir einmal hier unten weiter runter und Skellinge, einmal hier, zack, hier runter. Hier ist direkt ein Ort der Macht, da geht ihr am besten quer links runter in diesem kleinen Fleck hier, da ist die Höhle dann. Ist ein bisschen schwieriger zu finden, die Höhle. Aber wenn ihr die gefunden habt, läuft ihr einfach ganz normal rein, euch erwarten drei Trolle. Die pupsen rum, die mögen das, bisschen scharf zu essen, hier liegen sie noch, die drei komischen, und dann haben wir hier direkt die Truhe mit den verbesserten Bärenstiefeln. So, machen wir weiter mit der verbesserten Bärenrüstung, und zwar müssen wir einmal ganz am Rand von Skellinge. Einmal hier. Am besten irgendein Boot schnappen und dann könnt ihr hier eine Schnellreise hinmachen. Oder sich irgendwo halt hier unten in der Nähe porten lassen, damit man dann mit dem Boot dahin fahren kann. Damit dann hier die Schnellreise verfügbar ist. Aber ich glaube, das müsste auch so gehen, dass sobald ihr im Boot seid, dass ihr hier hinreisen könnt. Dann ist hier direkt eine Höhle. Und da wollen wir einmal rein. Wenn Geralt auch möchte. Wir erwarten uns ein paar kleine Gegner, die am Anfang sehr schwierig werden können, wenn man noch nicht so weit gelevelt ist. Doch endlich! Halt! Weiter so! Sollte ich mit Fäusten kämpfen? Verdammte Hexerei! Du bist tot! So, haben wir die Gegner erledigt. Dann haben wir hier eine Truhe und hier haben wir auch schon die verbesserte Bärenrüstung. Die verbesserte Bärenhose befindet sich hier auf der Karte. Hier geht die Story weiter. Wir müssen hier runter auf der kleinen Karte. Am besten, wenn ihr es so gemacht habt wie in meiner Reihenfolge, seid ihr hier mit dem Boot hingeschwommen, geht wieder aufs Boot und dann könnt ihr euch hier hinporten lassen mit dem kleinen Anker und müsst dann nur hier rüber schwimmen bzw. fahren mit dem Boot. So. Ihr seid hier auf der Karte angekommen, geht dann einmal hier rein. Wenn Geralt euch lässt. Manchmal backt das ein bisschen rum. Aber wir lieben das Spiel. Deswegen machen wir da mal ein Auge zu. Ne? So, und die verbesserte Hose. Das Bärenstahlschwert finden wir, also das verbesserte Bärenstahlschwert, finden wir hier auf der kleinen Insel. Hier geht die Hauptstory weiter. Wir müssen hier rüber mit dem Boot fahren. Und dann ist hier eine kleine Festung. Hier sind mehrere Gegner, menschliche Gegner. Sollte man eigentlich gut schaffen, hier die zu killen. Dann laufen wir hier hoch. Und dann ist hier auch schon direkt die Truhe, die wir brauchen. So,
machen wir zuletzt mit dem Bären Silberschwert weiter und dann zeige ich euch, wie die Rüstung aussieht. Und zu guter Letzt suchen wir bzw. sammeln wir uns jetzt das verbesserte Bären Silberschwert noch ein. Das ist einmal hier. Hier ist die Story. Wir müssen hier rüberlaufen. Also was heißt, hier ist die Story? Hier geht die Story weiter ins Gellinge. Und hier hinten müssen wir einmal hin, in so einem kleinen verlassenen Ort. Hier gibt es eine Höhle. Da warten noch ein paar Gegner auf uns, die aber nicht allzu schwer sind. Und dann müssen wir einmal rechts hier runter. Und dann eigentlich nur noch geradeaus, wenn wir hier die kleinen Viecher noch haben. Noch einer. Und hier ab an die Kiste. So, jetzt zeige ich euch noch, wie das dann am Ende aussieht, die Rüstung. Okay. Nachdem ihr alle Teile gesammelt habt, wie im Video, habt ihr auch vollständig die verbesserte Bärenrüstung. Ihr geht natürlich zum Händler eures Vertrauens und lässt euch die Rüstung schmieden. Und ihr seht schon, das Schwert und das Silberschwert haben schon gute Werte. Die Rüstung ist auch sehr gut mit dabei. Und immer haben denken, im Hearts of Stone DLC kann man die schwere Rüstung zu einer leichten Rüstung machen. Deswegen würde ich euch das empfehlen, das zu machen. Am besten dann, wenn ihr wisst, ihr habt das Hearts of Stone DLC. Weil dann lohnt sich die Rüstung am meisten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bedanke mich und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ich bin's, der Digi. Peace.